Hallo liebe Transportfreunde, willkommen zurück zum Let's Play von mir Transport Fever 2. Wir sehen hier das Konstrukt der letzten Folge, diese wunderschöne Wendeschleife. Die Wendeschleife für die Öler. Und da kommt auch schon der erste Zug, der darüber fährt. Und das lassen wir jetzt einfach mal auf uns wirken. Und ich habe mich entschlossen, ich werde das gleiche jetzt noch fürs Holz bauen. Genau, dass hier einfach mehr Kapazität drauf kommen kann, beziehungsweise auch mehr Leistung dann an den angeschlossenen Industrien erzeugt wird. So, hier wäre nämlich jetzt schon wieder frei und der nächste könnte reinfahren. In Transport Fever 1 hatte ich solche Szenarien, wo das wirklich der Fall war. Hier eher nicht. Also, jetzt bauen wir das Ding um. Du brauchst erstmal ein neues Gütergebäude. Geht nur an diese Seite. Achso, weil da der... Dann brauchen wir eine Güterplattform natürlich. Güter. Güterplattform. 1, 4, 5. Passt. Gütergebäude. Oh, ein größeres nehmen. Siehst du, das passt auch gleich. Genau, der ist da angeschlossen, da angeschlossen. Alles Bambu-Charm. So, dann können wir eben nämlich hier den wegreißen. Und ja, funktioniert immer noch. Gut. Dann Pause, weil wir werden wieder hier eine Hauptverbindung unterbrechen. Aber das... Und noch ein Baum abholzen, logischerweise. Aber das machen wir dann später. Später wieder heile alles. Naja. Das sind sogar 60. So, das ist eine Wendeschleife. 60 ist schon viel. Einmal rum ums Karree. Und dann hier rein. Das ist, doch. Also besser geht's ja fast gar nicht. So, und damit wäre das schon fertig. Das ging ja schnell. Nur noch diese Hauptverbindung da ausbauen. Bis der nächste Zug kommt. Das wird auch nicht so schwierig. So, Tram können wir uns verneinen. Du sollst auch krumm bauen. Naja, meinetwegen. Genau so. So, passt. Und da kommt der nächste und das hier können wir dann auch entfernen. Jetzt die Einfahrt noch ein bisschen schön gestalten. Hoppala. Geht nicht da. Ach hey. So. Sehr wohl. Signal. Hier, hier und hier. Boah, kann die auch sogar noch eins sein. Die ist recht groß, die Schleife. Das passt. Und wenn wir das an einer Seite haben, brauchen wir das vermutlich auch an der anderen Seite. Auf jeden Fall kann jetzt hier noch ein Zug drauf. Oh, kein Depot gefunden. Das habe ich auch was gedacht. Und das scheitert nämlich hauptsächlich hier dran. Beziehungsweise könnte man, haha, ein Zubringergleis hier noch abziehen, rausziehen. Ach, das muss nicht mal allzu schnell sein. Reicht hier nur 7-9 schon. Genau. So, das ist ja nur zum Abfahren. Einbahnverkehr nur in diese Richtung, danke. Und so kommt da ein Depot hin und läuft sogar.
Passen die überhaupt noch rein? Ja. Es ist halt einfach der Wahnsinn, was hier 3200, aber das kriegt doch keiner transportiert. Wollen wir beschränken müssen. So, und hier haben wir jetzt natürlich genau das gleiche Problem. Beziehungsweise irgendwann. Die NOAB! Eine sehr schöne Lokomotive. Hier ist natürlich das gleiche Problem dann irgendwann. Das ist nämlich staut. Weil hier steht schon der nächste. Mal gucken, ob das noch passt. Müsste eigentlich. Aber auch hier bräuchten wir dann eine Schleife, die einmal außen rum geht. Und entweder die Ankommenden fahren da rein oder die Abfahrenden. Vermutlich wird es hier so werden, dass die Abfahrenden reinfahren, weil hier noch das Truckdepot ist. Was ist denn Straßenfahrzeug? Wo bist du eigentlich? Na, dann müssen wir euch austauschen. Geht ja nur kein Weg dran vorbei, ne? Werkzeuge. Werkzeuge passt. Na, guck an. Das waren sogar die hier. Oder? Nee. Naja, egal. Irgendwelche wären's. So, passt. Das passt auch. Hier kommt einer, da kommt schon der nächste. Müsste alles funktionieren. Bis auf das hier Tramgleise sind. Tut mir leid, ich kann das nicht sehen und das ist. Das tut mir in der Seele weh. So, jetzt wird hier schon geladen. Und hinten kommt dann irgendwann der nächste. Also selbst das Laden geht ja schnell. Hier fährt er gerade los. Okay, gut. Ja. Also hier passen da noch wesentlich mehr drauf, wenn da noch Bedarf sein sollte. Können wir das noch auf 5, 6 erhöhen, nicht erholen. Und jetzt bauen wir erstmal hier die Schleife. Konfigurieren. Ich brauche ein Gütergebäude. Hier, hier oder hier. Oh, ein bisschen größer vielleicht. Passt. So, dann kann das Gütergebäude nämlich weg. Und wir können das Gleis. Oh ne, was ist denn jetzt passiert? War nicht möglich. Das ist aber sehr schade. Ah doch, passt. Ja, das ist okay. Und das ist jetzt hauptsächlich für die ankommenden Züge. Und die abfahrenden Züge fahren wieder so raus. Das passt. Logischerweise noch. So. Und hier muss noch eins hin. Da steht eins, dann kann hier auch noch eins hin. Achso, ne, das wäre ja dann hier und hier. Und dann kann man sich das ja nämlich sparen, obwohl das ja noch ein uraltes ist. Genauso wie das hier. Das mit der Rückerstattung irgendwie gefällt es mir nicht. So. Jetzt passt dann jeden Abschnitt so ein Zug rein. Und die können jetzt fahren ohne zu wenden. Wendeschleife Teil 2. Wie sieht's denn hier aus? Na siehst du, Fürth, Homburg passt.
Das ist die. Fürth Homburg passt. Wunderbar. Wunder, wunderbar. So, und ich habe das Bedürfnis, eine Luftlinie zu bauen, weil die Super Conny wurde mir offeriert. Das ist nur die Frage von wo nach wo. Von Würzburg nach Eschenbach, das ist Quatsch. Oranienburg. Hier ist zumindest noch Platz für einen Flughafen. Genau, Oranienburg nach Eschenbach bzw. Oranienburg nach Würzburg. Das klingt auch ganz gut. Gucken wir nochmal, ob wir mal so einen Flughafen bauen können. Nach der ganzen Passagierflughafen. Getrennte Stadt- und Landebahn. Hallo. Oh, Texturen laden dauert wieder ewig in 3 Tagen. 15 Millionen, also Schnäppchen. Ja, dann kann man dann sogar vom Meer aus anfliegen. Ah, mal einen kleinen, ha? Auch den kann man schon vom Meer aus anfliegen. Oder anfliegen lassen. Nicht in Oranienburg. Auf jeden Fall Friedland, obwohl Friedland könnte sogar noch eine Zugverbindung bekommen. Mit einer fantastischen Brücke. Die vermutlich alles andere als billig sein wird. Oh, die kostet auch 3 Millionen. Beziehungsweise, wenn sie schnell sein soll. 8 Millionen. Also Flughafen ist günstiger als diese Brücke. Aber wir können jetzt noch Schiffe durchfahren sogar. Und wir brauchen so 2 Spuren, also mindestens 12. Also doch Flughafen. So, und von wo nach wo? Ich denke mal, Schotten ist neu im Dingenskirchens hier. Genau, im Bunde. So, dass wir hier einen Flughafen hinsetzen. Zup. Achso, jetzt müssen wir aufpassen, wo starten sie denn? Die starten so, dann machen wir das so. Ja, das. Irgendwie so, da wäre dann noch Platz für einen größeren. 4,3, das ist in Ordnung. Dann bauen wir noch die Infrastruktur ein bisschen aus. Ne, das nicht. Da müssen wir hin. Jawohl. Gut. So, 1 und 2. Und dann, wie laufen hier die Linien, die Stadtlinie vor allem? Oh, die ist recht groß. Sollte man die erweitern? Oder eher eine neue? Ich denke mal eher eine neue machen. Ne? Das war das. Das hier. So. So. Ja. Dann neue Linie von da, nach da, nach da, nach da. Da haben wir ja die Flughafenlinie. Flughafenzubringer, die sich hier kreuzen müssen. Oh, Zug. Das hätte es ja völlig Blödsinn. Naja, ich weiß, die Linie stimmt gerade nicht. Logischerweise. Die Schützenstraße fällt aus.
Und nach der Burgstraße kommt die hier, die Jahnstraße, genau. Und die andere, Tramschotten. Nach dem Kastanienweg kommt dann hier die Jahnstraße. So, dann ist hier der... Kann da transferiert werden, wenn ihr zum Flughafen wollen. Und wo war jetzt hier? Ja. Nee, Passagiere. Saurer Tücher. Genau, Linie 1. Und wenn wir schon dabei sind, Tramschotten, Fahrzeugmanager, ne? Tramschotten, dann kriegen wir die auch mal alle neue Busse her. Passt. Jo. So, und wo soll es hingehen? Nach Marsberg oder nach Friedland? Erstmal nach Marsberg. Auch hier ist Platz. Dass wir das so ganz gemütlich dahin bauen können. Und Straßen. Hier wäre es jetzt, glaube ich, noch sinnvoll, diese also ein Stückchen anzupassen, genau. Ja, hier gibt es ja nur zwei große Sachen, die brauchen. Obala. Korrigiere, die Stadt wächst. So, da haben wir erstmal Flughafen, logischerweise. Eins, der ist außen, also bleiben wir außen. Dann hier eins. Hier eins und hier eins. Neue Linie von da nach da nach da nach da. So, und irgendwo passt es noch nicht. Wahrscheinlich hier, ne? Ach so, erst Breslauer Straße. What the heck? 1, 2. Ach, Blödsinn hier. Wichenweg. So, wird ein Schuh draus. Noch ein LKW-Depot. Gut, dann können die schon mal bauen. Und was haben wir denn so für Flugzeuge? Passagierterminal? Ne, passt alles. Fahrzeug kaufen. Passagiere. Bristol Freighter. Die Douglas DC-4, habe ich nicht die Super Conny schon gekriegt? Wo ist denn die hin? Ach, die kann hier gar nicht landen. Ne, das ist nicht die. Die kann hier nicht landen. Na, dann nehmen wir doch die DC-4. 15. Neue Linie. Von da. Nach. Da. Passt. Jo, und zum Abschluss. Fliegen wir daher, wollen wir mit. Halt. Stimmt. Die Super Conny kann hier gar nicht landen. Ach, ist das herrlich. Und das ist. Tja. Fluglinie
Marsberg, Schotten. Linie 1 ist Tram, Schotten 2. Oh, Schotten, nicht Schoten. Und Linie 2, das ist Tram Marsberg. Ja, kaum ist er oben, muss er wieder runter. Ist vielleicht sogar ein bisschen kurz, aber für die durchaus akzeptabel. Und da wartet auch noch keiner. Aber ich denke mal, das wird noch werden. So, mit diesen wunderschönen Bildern sage ich tschüss, bis bald. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir schauen, ob sich diese Fluglinie hier rentiert. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.